Liebe Krefelderinnen und Krefelder, liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen in Krefeld. Wir fangen am Donnerstag mit dem Unterricht wieder an und wir freuen uns auf euch. Und ich vermute mal, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr freut euch auch ein wenig. Nach so langer Zeit Lehrerinnen und Lehrer, manchmal sogar auch Klassenkameraden wiederzusehen. Wir sind gut vorbereitet. Die Schulen sind geputzt. Die sind gereinigt, grundgereinigt worden. Eingänge und Ausgänge sind markiert. Abstandshalterpunkte gibt es. Die Klassenräume sind so aufgestellt, dass immer nur maximal 15, vielleicht auch nur 13, je nach Raumgröße, hineinpassen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben ihren Unterricht vorbereitet und die warten darauf, dass es am Donnerstag mit euch wieder losgeht. Es werden nicht alle Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht sein dürfen, weil auch da Lehrkräfte sind, die der Risikogruppe unterliegen. Es werden vielleicht auch nicht alle Klassenkameraden von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, vorhanden sein, weil auch die eine Vorerkrankung haben und nicht in den Unterricht dürfen. Aber im Großen und Ganzen werden ganz viele da sein. Wir haben Briefe geschrieben, wie das mit dem Händewaschen geht, wie das mit dem Abstandshalten geht, wie man richtig hustet und niest. Und diese Briefe haben wir sogar in verschiedenen Sprachen an die Familien geschickt, sodass wirklich von allen Seiten alles ganz gut vorbereitet ist. Das wird nicht so ein ganz normaler Unterricht, weil ihr eigentlich anderes gewohnt seid mit Gruppenarbeit, Partnerarbeit. Aber die Inhalte sind da, ihr seid da, die Lehrerinnen und Lehrer sind da. Sodass wir die Sachen, die wir vor der Schließung der Schulen nicht mit euch erarbeiten konnten, jetzt noch erarbeiten werden. Wie das dann weitergeht, liebe Krefelderinnen und Krefelder, ob dann in der kommenden Woche die Erst-, Zweit- und Drittklässler kommen, kann ich Ihnen zum jetzigen, heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Da werden wir im Laufe der nächsten Tage eine Information aus dem Schulministerium bekommen und dann natürlich umgehend die Informationen an sämtliche Eltern und auch Krefelder Bürgerinnen und Bürger weitergeben. In diesem Sinne, wir freuen uns. Bleibt alle gesund, bleiben Sie alle gesund, liebe Krefelderinnen und Krefelder. Wir versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen.